Es war der größte Fall von Kunstfälschung in der jüngeren Vergangenheit. Er machte die Verurteilten zu eigentlichen Medienstars. Wolfgang und Helene Beltracchi wurden verurteilt. Er zu 6 und sie zu 4 Jahren. Wegen Urkundenfälschung und gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrugs. 4 Jahre später. Am 8. Januar 2015 wird Beltracchi wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Beltracchi. Meisterfälscher, Medienstar, Künstler. Vorbei. Du bist ja ganz nah. Ja, ich hab das noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass du mich jetzt nicht erkältest. Er täuschte sie alle. Die Gutachter, die Händler, die Museumsdirektoren. Und alle lobten sie, nichts ahnend, seine Fälschungen als echte Kunstwerke. Dafür hat er gebüßt. 7 Millionen hat er zurückbezahlt. Sein ganzes Vermögen ging ebenso an die Gläubiger wie das meiste von dem, was er jetzt verdient. Rund 300 Bilder hat er gefälscht. Mal als Max Ernst, als Matisse oder Heinrich Campendonk. Damit hat er Millionen verdient. Jetzt, nachdem er aufgeflogen ist, stellt sich die Frage: Gibt es ein Malerleben nach der Fälschung? Oder geht es ihm wie allen anderen, die sang- und klanglos untergingen, nachdem sie einmal überführt waren? Beltracchi ist sicher, dass er die Ausnahme bildet. Ich denke schon, dass ich eine Ausnahme bin. Erstens bin ich wahrscheinlich der größte Fälscher, den es überhaupt jemals gegeben hat. Ja, nö, das muss man einfach so sehen. Ich habe über 100 Maler gemacht aus 4 Jahrhunderten. Das hat noch nie irgendjemand gemacht. Und ich habe niemals Kopien gemalt. Ich habe wirklich in der Handschrift der Künstler gemalt. Und wer kann das? Ich kenne keinen. Es besteht kein Zweifel. Der Mann kann etwas. Und das will er uns nun beweisen, indem er Prominente malt. Jeden im Stil eines anderen Künstlers. Heute sind er und seine Frau Helene unterwegs zu Katharina Witt, Eislaufprinzessin außer Dienst. Beltracchi wartet auf sie in Berlin. Er wird auf eine Person treffen, die ihm eigentlich fremd sein dürfte, weil sie aus einer ganz anderen Welt kommt. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja, Mann, hup doch zu Hause. Zu DDR-Zeiten war sie der gefeierte Eislaufstar. Alles hat sie gewonnen, was es im Eiskunstlauf zu gewinnen gibt. 8-mal Landesmeisterin, 4-mal Weltmeisterin, 2-mal Olympiasiegerin. Sie war ein Idol für viele junge Leute und gleichzeitig das Aushängeschild des Regimes. Heute ist sie Expertin für Eislauf und so etwas wie ein Teil des nationalen Show- und Prominentenzirkus. Was erwarten Sie von der Begegnung mit Beltracchi? Ja, dass ich mal in eine andere Welt eintauche für die 2 Tage, nämlich in seine Welt, in eine Kunstwelt, in viel Farbe, in was doch etwas eher Fremderen. Also schon irgendwie nah, weil ich mag auch Bilder, ich mag Kunst, aber man kommt immer im täglichen Alltag immer viel zu wenig, auch um die schönen Dinge des Lebens zu sehen oder was gerade auch Künstler an schönen Kunstwerken herstellen. Und ich glaube, das kann einfach ganz spannend sein, auch mal zu sehen, wie er mich zum Beispiel sieht, weil er wird mich ja porträtieren. Freuen Sie sich auf die Begegnung mit Herrn Beltracchi? Ja, total. Ich finde das ganz, ganz spannend. Und das stört Sie nicht, dass er ein verurteilter Fälscher ist? Nein, ich finde das macht es wahrscheinlich jetzt für ihn umso spannender, dass mehr Menschen vielleicht auch auf ihn aufmerksam geworden sind,
die sich eigentlich in der Kunstszene kaum auskennen, wie bei mir zum Beispiel. Ne? Also wenn er jetzt vielleicht ein ganz bekannter Maler geworden wäre oder Künstler, ohne dass er gefälscht hätte, vielleicht hätte man ihn gar nicht kennengelernt. Das ist, klingt so ein bisschen absurd. Auf der anderen Seite, er ist verurteilt worden. Er hat auch wirklich, er hat betrogen. Das ist etwas, das sollte man nicht tun. Ein bisschen hat das ja für mich was wie das Doping im Sport. Das ist einfach verboten. Das sind unlautere Mittel. Das ist unfair den anderen Sportlern gegenüber. Also das ist halt nochmal so eine ganz andere Welt. Wiederum hat es auch so ein bisschen Ähnlichkeit natürlich mit all dem, was wir auch als Sportler verkörpern. Aber wir versuchen schon so ehrlich wie möglich unsere Siege einzufahren. Bald ist es soweit. Und Beltracchi begrüßt die Witt mit seinem manchmal etwas hemdsärmeligen, aber immer ehrlichen Charme. Ja, wunderbar. Jetzt haben Sie etwa den Regen bestellt, ja? Hallo, hallo, Herr Sie sind ja viel kleiner, als ich dachte. Ja, ich hätte natürlich die Schlittschuhe anziehen müssen und schon bin ich 10 cm größer. Das ist eigentlich der Spruch, den ich am meisten bekomme, wenn ich irgendwo auf dem Flughafen oder jemanden treffe. Sie sind ja viel kleiner, als ich dachte. Und das ist blöd, dass ich den jetzt auch noch mache. Ja, meistens sagen sie zum Glück aber auch noch, und viel schmaler, weil im Fernsehen sieht man halt immer dicker aus. So, jetzt komme ich vor Schreck gleich auf 10 Spitzen. Das Problem habe ich auch. Ich bin auf diesem Breitformat immer etwas... Ach, hören Sie auf. Ja, toll, dass das mal klappt. Ja, willkommen schön, in Berlin. Schön. Ja, danke schön. Ja. Wir gucken jetzt erstmal mal mit der Position. Die näher von? Näher. Näher? Den ganzen Stuhl, oder? Alles näher, ja. Alles näher. Gut. Ich sehe sonst nichts. Brille, das ist, Brille hilft. Das Malen ist ja, das Malen ist eine sehr intime Beschäftigung. Man ist, wo soll ich jetzt mit meinen Füßen hin, Sie intimer Maler? Ja, das sehen wir dann auch. Ja, ich weiß schon, die Bandscheiben. So. Was für Geräusche. So. Na, es geht schon. Es geht schon. Frau Witt, ja. Jetzt sind Sie mal ernsthaft. Ja, bisschen, ne? Ja. Denken Sie an kalbende Eisberge oder irgend sowas. Qualmende Eisberge? Kalbende. Ach, kalbende. Kalbende. Ja. Kalbende. Kalbende? Ja, kalbende Eisberge. So. Und ich soll jetzt auch mal einfach den Mund halten. Einfach ne? Mal gut, Ruhe, genau. Ja. Ich rede, Sie sagen nichts. Gut. Den Hintergrund des Bildes hat Beltracchi bereits zu Hause angelegt. Er wird Katharina Witt im Stile von Tamara de Lempicka malen, die in Italien gerade mit einer großen Ausstellung gefeiert wurde. Sie war der Star der Art Deco-Malerei am Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie war eine Künstlerin, deren Leben so ausschweifend und extrem war, wie es sich sonst nur männliche Künstler erlaubten. Angeblich hat die ja auch ihre Modelle alle vernascht. Sowohl die männlichen als auch die weiblichen. Ja. Von der gibt es nur solche Fotos. Mhm. Weißt du? Ähnlich wie die Frau, die sie gemalt hat. Ne? Hier, guck das mal an. Die stand total auf Greta Garbo. Mhm. Das war ja auch die Zeit. Guck mal, hier. Die Hüte, ne? Mhm. Das war eine schöne Frau. Toll, ne? Mhm. Skandalosa Tamara. Ja. Ja, das war schon ein Feger, ne? Das war ein Feger. Wie immer arbeitet sich Beltracchi an den Stil heran. Dies tut er meistens gemeinsam mit seiner Frau Helene, die ihm so etwas wie Muse, persönliche Assistentin und Expertin ist. Der Art. Das hier, ne? Das auch. Ja, das, genau. Der Art machen wir es. Ne? Eine Frau, die stark ist, die ihren Weg gegangen ist, die trotzdem feminin ist, die eine Persönlichkeit hat.
Beltracchi hieß ursprünglich Fischer, bis er den Namen seiner Frau annahm. Er mauschelte sich in der Jugend durch die halbe Welt, war Drogenexperimenten nicht abgeneigt, ein ewiger Hippie, der schon früh vom Malen lebte. Dagegen die Eisprinzessin, deren Leben nur aus einem bestand. Aus Disziplin und nochmals Disziplin. Doch in einem sind Maler und Modell gleich. Beide sind mit großem Talent gesegnet. Sie auf dem Eis und er an der Leinwand. So. Jetzt haben wir die Jacke endlich. Jetzt stimmt sie. Die Hüfte so, die Schulter so, der Arm so. Da haben wir uns jetzt lange, viel zu lange mit aufgehalten. Ich wollte gerade sagen, das hätte Ihnen doch aber schon vor 2 Stunden auffallen können. Was denn? Was heißt denn die Anatomie? Hüfte hoch, Schulter runter, Schulter hoch. So. Moment, wir haben ja alles geändert wieder hier. Haben wir das? Ja, haben wir. Sie haben das. Ich habe ja nichts gemacht. Sie sind hier der Günstler. Brustfalte. Brustfalte? Höre ich schon wieder Falte. Das ist hier. Stirnfalte, Brustfalte, Schulterfalte, Ärmelfalte. Jetzt sind sie mal nicht so. Sind sie froh, dass sie eine Brustfalte haben? Viele Frauen haben sowas gar nicht. Meinen Sie jetzt die Brust oder die Falte? Ich meine darunter hier die Falte, die entsteht, weil da eine Brust ist. Ja. Zu ihrem 50. Geburtstag erschien ein Buch mit den Bildern ihres Lebens. Katharina Witt kontrollierte die Druckvorlagen höchstpersönlich. Ach, meine Schwäche ist, dass ich sehr kontrolliert sein möchte. Also, dass ich ungern Kontrolle abgebe. Also, dass ich immer auf alles noch mal ein Auge haben möchte, das noch mal ganz speziell abchecken. Und dass es mir schwerfällt, manchmal loszulassen. Hat das mit Ihrer Karriere als Sportlerin zu tun, diese Disziplin? Ja, auf jeden Fall. Also, die Disziplin die ist so in einem verankert durch die ganzen vielen sportlichen Jahre. Und das nimmt man dann ins Leben, in die weitere berufliche Entwicklung mit. Und das klebt an einem wie Patex. Aber es ist auch gut. Also das hilft ja einen auch in ganz vielen anderen Situationen. Und dass man dann mal ein bisschen legerer werden muss, das ist dann eben ein Lernprozess, der dauert ein bisschen. Mussten Sie stark kämpfen, um leger zu werden? Ja, das hat schon ein paar Jahre gedauert, einfach mal ein bisschen lockerer zu werden und nicht immer und überall so ehrgeizig zu sein. Mittlerweile ist sie so locker geworden, dass sogar ein Beltracchi ins Schwimmen kommt. Tatsächlich ist das Jackett ganz schön eng. Ja nun, also ja, das lässt sich... Das ist durch das Sitzen. Das kommt einfach nur durchs Sitzen. Er sagt jetzt mal nichts. Ich halte das jetzt hier mal so fest. So, ja, so geht das. So geht das nicht. Das geht ja, das ist jetzt halt der Sommerurlaub gewesen. Man kann nicht gewesen, so eine Oberweite haben und ja, dann gleichzeitig... Na doch, künstlich ja, kann man das. Beispiel. Ja, ja. So, jetzt halte ich. Beltracchi hat fast alles, was er kann, von seinem Vater gelernt. Der war Kirchenmaler. Bei dem habe ich immer gelernt. Also im jungen Alter immer mit auch dabei gewesen, ja, und zugeguckt? Ja, schon ganz ja früh. Und dann auch sofort eine Faszination gehabt, ich, ja? Ja, ich musste immer mitarbeiten, nach der Schule. Okay. Musste ich mitgehen. Und hat aber Spaß gemacht oder war es eher so, naja, na muss ja, jetzt halt mit? Ging so. Aber ja, jetzt sind sie dann doch dankbar, ja, weil es ja doch die beste Schule ist, ne? Ja, ja, die Schule war natürlich gut. Ich habe das dann halt auch schon sehr früh schnell gelernt. Aber gut, man muss dann auch Gefühl haben natürlich. Ja. Auge vor allen Dingen. Das ist wichtig. Wolfgang sei ein verträumtes Kind gewesen, das sich wenig für die Schule interessierte, doch schon früh wie ein Meister zeichnen konnte. Als er 13 war, kopierte er seine ersten Bilder. Und dies gelang ihm so gut, dass der Vater, ein großer Kopist, es aufgab, mit seinem Sohn zu rivalisieren.
Es war dieser Picasso, gemalt von seinem 13-jährigen Sohn, der den Vater so beeindruckt hatte. Später verkaufte Wolfgang mit seinem Schwager André alte holländische Winterbilder. Und bald merkten sie, dass sich diese besser verkauften, wenn sie die Landschaftsbilder durch ein paar zusätzliche Figuren ergänzten. Das war der Anfang einer großen Karriere. Am zweiten Tag mit Katharina Witz versenkt sich Beltracchi gleichsam in sein Vorbild. Es entsteht ein Gemälde mit wenigen klaren Farbtönen, einheitlichen Grauwerten und mit starken kubistischen Elementen. Vorbereitet hat sich Beltracchi wie immer zusammen mit seiner Frau durch akribisches Studium des malerischen Vorbilds. Ganz reduzierte Formsprache. Und was sie auch gemacht hat, sie hat immer nur zwei, höchstens drei Farben verwendet. Man sieht es ja in allen Bildern. Hier ist ein bisschen grün-blau drin, grau. Und als Verbindung dazwischen, das war eine Farblehre von André Loth, die Verbindungen dazwischen oder dahinter immer Grautöne, verschiedene hier. Guck mal, jedes Bild, kannst du gucken, was du willst. Ganz wenig Farbe und dazwischen hier auch blau und ein bisschen grün und dazwischen auch Grauwerte, verschiedene Grauwerte. Und wie sind Sie auf die Tamara gekommen für heute? Ja, weil es zu Ihnen passt, dachte ich. Ne? Na, ich fand ja den Vorschlag super. Als eine starke Frau, ne? Eine starke Frau, eine tolle Frau, eine Malerin mal zur Abwechslung auch. Und da gibt es ja durchaus dann Parallelen. Ne? Ja, und auf der einen Seite schon, die Frauen bei ihr sind ja auch immer so starke Persönlichkeiten. Oft feminin und trotzdem merkt man so, die haben Power, die Frauen. Das passt. Sind sehr selbstbewusst, ne? Genau. Die hat sie sehr selbstbewusst dargestellt. Und das ist eigentlich genau das, was man mit den Bildern von ihr ausdrücken kann. Und das passt ja sehr schön, fand ich beide auch. Ne? Zu Ihnen passt das, Frau Witt. Ja. Und die Geschichten sind sich auch ein bisschen ähnlich. Die Tamara hat ja auch aus sich heraus, das war jetzt natürlich nicht alles ist parallel in der Geschichte, aber sie ist halt jemand gewesen, der Neubeginn starten musste. Und dann auch Grenzen gesprengt hat. Ja, ne? Und sie musste auch ihre Familie ernähren, sie musste weitergehen und Dinge tun, die sonst nicht üblich waren für Frauen. Und sie hat das alles geschafft, hat sich künstlerisch entwickelt, hat sich finanziell emanzipiert und hat es dadurch geschafft, eigentlich auch eine neue Weiblichkeit auszudrücken, die man bis dahin ja nicht kannte. Ja, wir vergessen immer in der heutigen Zeit, ne, dass es großartige Frauen gab, vor 100 Jahren, die schon mal die Grundlage gelegt haben, dafür, dass wir doch mehr gleichberechtigt sind, als es in der Vergangenheit der Fall war. Tamara de Lempicka war schön und selbstbewusst. Sie hatte mit 16 Jahren den reichen Anwalt Lempicki geheiratet und lebte mit ihm in St. Petersburg und an der Côte d'Azur. Das Paar flüchtete vor der Oktoberrevolution nach Paris. Dort nannte man sie nur die schöne Polin. Sie sorgte mit der Malerei für den Unterhalt der Familie. Mit großem Erfolg. Man riss sich um ihre Bilder. Nach der Scheidung ihrer ersten Ehe heiratete sie den ungarischen Baron Raoul Kofner, mit dem sie während des Zweiten Weltkriegs in den USA lebte. Die Art dekorativ genoss in der Zwischenkriegszeit, bevor die Abstrakten die Kunstwelt zu beherrschen begannen, einen hohen Marktwert. Der Malerin ging es gut. Später fuhr sie zur nächsten Station ihres abenteuerlichen Lebens und ließ sich, weiter südlich, in Mexiko nieder, wo sie mit 82 Jahren starb.
Beltracchi hatte sich schon früh an die Handschrift Tamara de Lempickas angelehnt. Und nur er selber weiß, wie viele von ihm gefälschte Werke noch unter ihrem Namen irgendwo hängen. Naja, die hatte natürlich auch nachher viel Geld. Ne? Ja gut, dafür hat sie viel gearbeitet. Ne? Hat natürlich aber auch damit ihre ganze Familie und ihre Ehe aufs Spiel gesetzt, weil sie das gemacht hat, was für Männer üblich war. In der Zeit. Einfach die Karriere verfolgen und leben für die Karriere. Und das durften ja Frauen eigentlich nicht. Durften das nicht in der Vergangenheit. Ne? Ja, Anfang des Jahrhunderts. Aber die hat natürlich auch mit den meisten ihrer Modellen Verhältnisse gehabt. Das darf man nicht vergessen. Was ja bei männlichen Malern üblich ist. Absolut, ne? Üblich ist. Ne? Und warum die funktioniert, aber. Ja, warum nicht als die Frau nicht auch ein bisschen mit dem Vergnügen verknüpfen? Ne? Ja. Ruft als erstes ja. Das war durchaus nicht so unüblich. Ja. Ne? Das machen wir jetzt auch mitunter, wir Frauen. Ne? Wir nehmen uns jetzt auch manchmal, was wir denken, was wir verdient haben. Was man so brauchen könnte. Was man so brauchen könnte. Ja, was einem so stimmt. Gut tun könnte. Meine Tochter, die ist 21, die macht das schon. Ja. Hm. Schön. Wow, das gibt dann auch wirklich nochmal ganz schön Strenge, ne? Dieses Jackett. So, jetzt bin ich wieder munter. Jetzt haben wir über starke Frauen geredet. Da wird man gleich wieder wach. Ganz leichtes Lächeln, ganz wenig. So. Der Maler möchte, dass sie ein wenig lächelt. Festhalten. Lächelt, nicht lacht. Was das Gespräch auf Mona Lisa bringt. Ein Thema, das Beltracchi gerade recht kommt. Das müssen wir machen wie bei der Mona Lisa, wo man sich nicht sicher ist, lächelt sie oder lächelt sie nicht. Ach, die hat Zahnschmerzen. Das ist alles Zirkus mit der Mona Lisa. Ja, ne? Ja, ich habe die auch schon gesehen. Live in Paris. Man kann die ja gar nicht, hinter diesem Glas kann man ist gar nicht sehen. Ist ja doch Glas, ne? Und die ist auch nicht restauriert, da ist doch Zentimeter dick alter Firnis drauf. Man sieht gar nichts. Würde sie das mal reizen, die Mona Lisa zu malen? Ich habe gerade den Liebhaber der Mona Lisa gemalt. Ah, okay. Auch gut, oder? Den kennt aber keiner, oder? Doch, ich habe ihn gemalt. Also, jetzt kennt man ihn. Ja. Beltracchi ist mittlerweile eine große Nummer im Society-Zirkus. Wegen seiner Story natürlich, aber auch wegen seiner Fähigkeiten. An mehreren Ausstellungen in Bern, München und Berlin verkaufte er so gut wie alles. Und er malt laufend neue Bilder. Unter dem Titel Mona malte er den Liebhaber der Mona Lisa. Ein weiterer Versuch, sich als Maler neu zu erfinden. Als einer allerdings, der auf vielen Hochzeiten tanzt und der, bescheiden wie er ist, gleich Dutzende von Stilen in sein Werk verarbeiten will. Ins gleiche Horn stößt Curtis Briggs, sein Galerist, und unterstützt so das Selbstbewusstsein seines Malers. Für mich ist Wolfgang Beltracchi derzeit einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler überhaupt weltweit, in Deutschland sowieso. Mit seiner Untergrundzeit hat er sich natürlich einen Namen gemacht, aber gerade jetzt in der heutigen Zeit ist er durch seine verschiedenen Stilrichtungen und Handschriften, die er beherrscht, kreiert er was ganz Neues. Kleiner Wermutstropfen. Dieses Beltracchi-Bild wurde bis zum Ende der Ausstellung noch nicht verkauft. Und dass sie sich nicht auf dem Stil festlegen wollten, das war dann einfach so. Ja? Ja. Wollten einfach dies und jenes und... Das mache ich auch heute nicht. Ja. Leg mich auch heute da nicht fest. Das will ich nicht. Ich finde das lächerlich. Ich finde, das grenzt einen ein in der Kreativität. Dann lass man nur das oder das oder das machen. Immer das Gleiche, womöglich. Ne? Ist ja furchtbar. Nö, ich male ganz unterschiedlich. Haben Sie ja gerade gesehen, dieses Bild da mit dem Liebhaber von Mona.
Das ist sehr, sehr fotorealistisch gemalt. Aber ich male auch total abstrakte Sachen. Oder so wie es gerade kommt, wie ich Lust habe. Also mir ist schon ein sehr interessanter Mann, interessanter Mensch, ein hochbegabter Künstler. Ist mir da jetzt tatsächlich irgendwie in mein Leben marschiert, gemeinsam mit seiner Frau. Und man darf natürlich, man darf das nicht vergessen, den Fehler, den er auch in seinem Leben begangen hat und dafür ja auch gebüßt hat. Und wenn man aber hier sitzt, dann ist man einfach nur ein Bewunderer seiner Kunst und man ist wirklich in einem Sog, was eine ganz andere Welt ist, weil ich kenne natürlich jetzt auch nicht so die Welt der Malerei, ich bin da auch nicht Spezialistin, ich habe jetzt erst angefangen, mehr und mehr mich auch zu interessieren und mehr in Galerien zu gehen und mir auch hier und da mal bewusster ein Kunstwerk anzuschauen und das zu erleben, wie das entsteht, ist dann wieder schade, dass das nur 2 Tage dauert. Er sagt es ja auch immer, dass er eigentlich mehr Zeit bräuchte, um das noch raffinierter und vielleicht noch künstlerisch wertvoller darzustellen, aber ich finde, das war eine total spannende Begegnung. Schön, 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 schön. Das Bild mit seinen abstrakten Elementen erinnert unzweifelhaft an das berühmte Vorbild. Doch ob es auch der deutschen Eisprinzessin Witt gerecht wird, bleibt Ansichtssache. Wie immer halt, wenn es um Kunst geht. Schön. Frau Witt, ich muss Ihnen was gestehen. Was müssen Sie mir denn gestehen? Ich sag Ihnen das jetzt. Ja? Weil wir jetzt fertig sind. Ja. Meine Frau guckt schon ganz entsetzt. Oh, oh. Ich wollte sie gar nicht malen. Nee? Nee, ursprünglich nicht. Ja, warum? Einfach so. Ja? Weil sie nicht kannte. Nicht wirklich. Ich habe gedacht, die ist mir nicht berühmt genug. Eigentlich. Ach, ehrlich. Sie Angeber, sie.